Hallo lieber Outer World Zocker, schön, dass du auf meinem Kanal vorbeischaust. In diesem Video zeige ich dir, wie du alle sechs Begleiter anheuern kannst, wo du die sechs Begleiter findest, was du dafür tun musst und so weiter und so fort. Also hier ist wirklich alles relativ kompakt in dem Video. Ich habe das Ganze hier auch chronologisch aufgebaut, das heißt, wo du die Begleiter hier frühestens im Storyverlauf finden kannst. Ich würde sagen, wir starten hier auch direkt mit der ersten Seems we've got a Begleiterin. case. Das ist Parvati. Ganz Well, zu Beginn Parvati, I der do wish Story you'd hier in spoken up. Edgewater I do sprichst du mit apologize. Thompson. Er I meet bietet dir dann hier Thompson. im weiteren Outgrowth Communities. Gesprächsverlauf I cannot an, help dass you know you're Parvati dir helpful. hilft. Da musst du wirklich eigentlich You will nur need an zustimmen. Und administrative dann hast du passcode in hier order to auch enter the plant. direkt die erste Great. Begleiterin. Du I siehst have hier nochmal ganz kurz equations den and diagnostic Gesprächsverlauf mit tables and Parvati. engine tapes, Den so zweiten Begleiter, all den this du hier finden kannst, person ist Vicar person Max, thing auch in Edgewater. as Ich it habe es hier still so quite gemacht, ich like. bin mit Parvati Any direkt squeaks or den stutters, Fahrstuhl that is runtergefahren, misplaced. nachdem ich sie These hier als orders are Begleiterin difficult. erhalten habe, habe sie Amusing direkt though. angesprochen, hier mit ihr Nice den job Dialog here. geführt. Sie wird dich Steps hier in dem descended into Dialog Vivian's auf lap. Vicar Max ansprechen. We're one big Dann kannst du spacer. das Ganze Mr. hier auch Thompson's aiming to take gegebenenfalls auf over the deiner plant. Karte markieren, hier You'll diese have your eyes kleine to see, which Nebenmission mit I think you Vicar should talk to Max. the Ich werde dir townspeople. jetzt hier direkt den Max is Standort next. auch zeigen, das Ganze hier wirklich ungeschnitten. Du siehst, wie ich hier den Fahrstuhl verlasse mit Parvati aus Thompsons Büro. Dann siehst du hier rechts die Fabrik. Und dann drehst du dich einmal nach links rum, hier aus Thompsons Büro. Und dann siehst du hier relativ hell erleuchtet, also leuchtet hier schön, kannst du wirklich gar nicht Yes, what is verfehlen, it? diese kleine Kathedrale. Well, Und da something. sprichst du dann eben mit Vicar Fantastic. Max. Das ist der Vicar Max zweite and the Lady Begleiter. Soto at your Vicar service. Max bekommst du One of the allerdings nicht reasons I so transferred einfach. here Du was musst to ein Buch für fulfill my ihn duty. finden. Du siehst I es hier happen to im know weiteren such a plebeian Dialogverlauf. as we speak. Ja, du sprichst ihn Tempt einfach him to an, come to irgendwann his kommt das library Thema and ganz there. automatisch It's a hier auf handwritten sein journal. Buch. Du siehst A dann, ich faded werde blue nach cover deinem with the Buch name suchen. M. Musst du Bacone dann natürlich handwritten in the definitiv lower corner. anklicken. Da musst du I'll hier mark eine where I saw it. kleine Sidequest ganz einfach annehmen. Siehst du hier nochmal im Tagebuch. Das bebilderte Handbuch heißt die ganze Mission. Ja, die wählst du einfach aus und dann siehst du hier als erstes das Domizil des Sammlers, findest du irgendwann, dann kommst du hier in diesen kleinen Höhlenbereich. Da warten dann ein paar Gegner auf dich und dann siehst du hier diesen Safe. Brauchst gegebenenfalls hier eine Schlossknackenfertigkeit, aber ich denke, die ist relativ niedrig, Any sollte hier progress eigentlich on kein that Problem matter, Miss sein. Max? Danach geht es wieder zurück zu Wonderful. Vicar Max. This is fantastic. Kommt ein Well weiterer worth all the Dialog, wo er sich sacrifices hier I've fürchterlich made. aufregt, dass das The Ganze auf fuck is this? Französisch ist, das Is this Buch. Er kann es in dem Fall French? nicht entziffern, I nicht can't fucking lesen. read Und French. so wird er dann zu Much. deinem Begleiter. Er Perhaps sagt I dann can noch, make dass er myself hier of auf use to dem your Schiff crew. auf dich wartet. Hier Well, siehst du dann nochmal, I ich habe dann certainly am Edgewater looking komplett forward to abgeschlossen complying hier in der unto the Story. Ein kleiner unreliable. Sprung, bin jetzt My hier wieder duty auf can't der stand still. Unreliable. Und da siehst du dann Vicar Max. Ab sofort ist er dann dein Begleiter, wenn du dein Schiff wieder betrittst. Als nächstes geht es dann zu Groundbreaker. Nachdem du hier ein bisschen vorangeschritten bist in der Story, die Edgewater-Story erstmal soweit abgeschlossen hast, ist das nächste Ziel Hey, die no offense, Groundbreaker. but Du hast jetzt I'm gerade only just gesehen, wie ich walking sie so verlassen Tompkins habe. can Hier appreciate ist you der dritte interrupting. Begleiter, das ist in dem Falle Felix. Not Bei at all. Felix Just ist es kind allerdings of so, ich figuring habe out es what to jetzt do hier so next. gemacht, ich habe ihn am Sitting Anfang around, Bob? hier in ein kleines Gespräch verwickelt. Er will Are allerdings you nicht listening to the sofort Emperor? Crewmitglied werden. Du musst Did aber you nichts hear weiter that, machen, Harry? als hier einfach die Story zu I'm verfolgen. sorry. Am I Dann gehst du hier causing auf a der scene? Groundbreaker As irgendwann for the links um die rest, I'm trying Ecke. to Dann figure wirst that du out. Ellie All I know treffen. is that she's Ellie leaving ist dann in too dem long Falle to deine sit dritte down and wait for Begleiterin. visiting Erste visits. Parvati, zweite Vicar Max, die dritte ist Ellie. Auch hierfür musst du eine kleine Nebenmission annehmen. Du siehst, ich befinde mich hier immer noch in dem gleichen Raum. Werde dir kurz zeigen, was du tun musst. Du musst hier einmal das Ausweismodul aufheben. Ganz wichtig, auf deinem Schiff natürlich noch den Holomantel aus der ersten Etage ganz kurz holen. Und dann kannst du hier diesen Bereich ganz einfach betreten. Du hast gerade den Dialog gesehen, ein bisschen mit Ellie. Eine Freundin ist hier relativ verstimmt von ihr, die musst du hier finden, ist aber wirklich hier fußläufig ein paar Thanks Meter for helping me with the in board. diesem Raum zu You're a big pal. erreichen. Dann folgt hier auch ein More weiterer business, eh? Dialog mit der Ellie's one, Freundin. huh? Sie bittet dich dann auch noch um eine weitere Aufgabe, dass ihre Schulden erlassen werden. Go back to Dann gehst du Byzantium. hier ins Büro, nachdem der Dialog mit dem Mädel beendet ist, Byzantium. und triffst dann hier in Ah, dem yes. Falle A real auf message to me you are coming. You Bedford. must be the captain of Hier the musst du im Unreliable. weiteren I see you Verlauf, der mostly Dialog ist helm with that relativ one tail lang, ich habe ihn thorn. natürlich jetzt hier And geschnitten. you are Ja, not irgendwann Vivian. im Dialogverlauf kannst du ihn dann You still owe us the ansprechen. board a significant sum. Und I lost dann the only kannst du collateral hier she ganz einfach houses, her überzeugen organs, drücken, compulsory sodass die donations Schulden to erlassen legal werden von causes, ihm. no means of resolving Hier her siehst debt. du es, I'm lebendig ist afraid sie we'll mehr have to wert, have lass to sie ihre discuss. Schulden abarbeiten.
Und dann befindest du dich hier schon fast am Ende von dieser Nebenmission. Auch das Ganze kannst du wieder auf der Karte auswählen. Ja, setz dir hier einfach den Marker und dann gehst du zurück zu Ellie. Sie ist natürlich dann ganz erfreut, dass du ihr geholfen hast. Und dann ist die dritte Begleiterin, jetzt in dem Fall Ellie, auch deine. Du siehst es hier, willkommen an Bord, Ellie. Einmal ganz kurz bestätigen und dann hast du schon hier die Halbzeit erreicht, sprich die dritte Begleiterin. Als nächstes begibst du dich zu Gladys. Warum musst du das Ganze hier machen? Ganz einfach, wenn du hier den Gesprächsverlauf, den Dialog mit ihr führst, wird irgendwann die Geschichte weitergeführt und du kannst die Story das Notsignal annehmen. Das ist ganz, ganz wichtig hier für den vierten Begleiter. Das ist die Robotereinheit. Hierfür musst du nach Roseway Garden, um den vierten Begleiter hier oder um die Nebengeschichte für den Begleiter ganz einfach abzuschließen, beziehungsweise hier den Roboter zu aktivieren, weil du in Roseway Garden einen Teil findest für den Roboter. Darauf kommen wir dann im weiteren Verlauf nochmal. Also nimm hier die Mission, das Notsignal an, ist ganz, ganz wichtig, dass du hierfür mit Gladys sprichst. Du siehst hier nochmal den Gesprächsverlauf. Mehr brauche ich gar nicht wissen, ich bin dabei. Und dann siehst du hier die Mission, das Notsignal. Die nimmst du bitte an aus deinem Tagebuch. Und dann begibst du dich zurück auf dein Schiff und da wird dann Felix stehen. Die Story ist in dem Fall ein bisschen weitergegangen, die Groundbreaker hier mehr oder weniger abgeschlossen. Dann wird dich hier Felix vor deinem Schiff erwarten, du führst hier mit ihm den Dialog. Er ist natürlich hier auch ganz, ganz heiß, unserer Crew beizutreten. Und dann hast du hier auch schon das vierte Teammitglied. Für Felix musst du nichts weiter machen, keine Nebenmission oder ähnliches. Wirklich sehr, sehr einfach. Du siehst jetzt hier schon, ich habe genug gehört, du bist angeheuert. Also ganz, ganz easy und entspannt. Der vierte Begleiter ist dann hier mit Felix auch im Sack. Als nächstes betrittst du dann das Schiff, sprichst mit Ada und dann siehst du hier den Dialogverlauf mit dem Notruf oder mit dem Notsignal, wo du dann, wie ich bereits jetzt erwähnt hatte, schon hier die Story weiterführst. Dann kommt hier noch ein kleiner Dialog und dann siehst du hier oben rechts, gehe dem Notruf nach. Das ist dann eben den Roseway Garden. Dann verlässt du aber bitte noch nicht das Schiff. Ich hatte es gerade schon angesprochen mit der Robotereinheit. Du gehst hier auf deinem Schiff nach oben in die zweite Etage und da siehst du dann hier eben die Robotereinheit. Ja, da musst du dann ganz einfach nur einmal das Gespräch bestätigen und dann siehst du hier schon als nächsten Missionspunkt frag Ada nach der Robotereinheit. Das ist jetzt hier eigentlich nur ein bisschen von A nach B laufen, dann läufst du runter. Ich lasse das Ganze jetzt hier mal ungeschnitten drauf. Sprichst mit Ada über die Robotereinheit, ja, fragst sie, was sie zu der Robotereinheit weiß und so weiter und so fort. Das Ganze ist, denke ich, mehr oder weniger selbsterklärend. Dann nimmt der Dialog hier soweit seinen Lauf. Ja, jetzt siehst du hier oben abgehakt, frag Ada nach der Einheit. Und dann kannst du das Ganze hier auch erstmal verlassen. Das Gespräch. Und dann hast du hier im weiteren Gesprächsverlauf die Info bekommen, dass du hier einmal den Terminal checken sollst. Gehst wieder nach oben, checkst dir den Terminal. Das hat Ada dir empfohlen im weiteren Gesprächsverlauf. Das hatte ich jetzt hier gerade, glaube ich, nicht gesagt. Ja, gehst dir nach oben zum Terminal, dann arbeitest du hier die verschiedenen Einträge ab über den Roboter. Und dann siehst du beim dritten Eintrag direkt Suche nach Horsthorns Terminal, ist auch abgeschlossen. Gehört halt eben auch zu der Sanitärmaschine, zu dem Auftrag, kannst du auch ganz normal im Tagebuch annehmen. Und dann musst du den Säurereiniger finden. Und dafür ist eben so wichtig, dass du hier den Landeplatz von Roseway ganz einfach annehmen kannst, auf Terra 2 oder Terra 2, wie auch immer. Dann siehst du hier die Sanitärmaschine. Nehme ich dann hier ganz einfach nochmal an den Auftrag und dann, wenn du hier den Marker gesetzt hast und gelandet bist, musst du es hier fußläufig sehr gut zu erreichen, ich glaube 150, 170 Meter sowas, gehst du hier in dieses Fabrikgebäude rein, dann musst du hier einmal die Schlossknackenfertigkeit gegebenenfalls etwas höher haben auf 35, habe ich dann ganz kurz hier gemacht, ich hatte noch einige Fertigkeiten zu vergeben, habe ich dann alles in Schlossknacken reingepumpt. Und hier siehst du dann hinter der Tür den Säurereiniger. Ab wieder zurück auf dein Schiff per Schnellreise gegebenenfalls zum Roboter. Und dann bringst du hier eben mit diesem Säurereiniger den Roboter zum Laufen.
eigentlich auch relativ easy und entspannt. Wichtig ist, wie gesagt, dass du vorab einmal mit Gladys sprichst, dass hier dieses Notsignal quasi die Story weitergeführt wird, dass du dann Roseway Garden hier betreten kannst per Schnellreise. Das ist ganz, ganz wichtig auf dem Planeten Terra 2. Und da findest du dann eben hier den Säurereiniger für Sam, für die Robotereinheit. Das ist in dem Falle dann der 5. Begleiter und dann geht's von da aus direkt zu Monarch. Sobald du das dann mit dem Roboter gemacht hast, wie gesagt, geht's nach Monarch. Da wird dann hier auch nochmal ein kleiner Dialog folgen. Phineas wird sich hier einschalten, wenn du Monarch bereisen möchtest. Kannst du direkt von der Karte aus anwählen, Monarch, wenn du hier so weit in der Story bist. Nach der Groundbreaker wird dich ein bisschen warnen vor dem Planeten und wird aber auch eben dir sagen, dass du hier auf dem Planeten seine Kontaktpersonen treffen sollst, und das ist dann in dem Falle deine 6. Begleiterin. Ja, du musst hier einfach dem Dialog dann weiter folgen. Sag mir einfach, was ich tun soll. Dann geht es hier um eine Jägerin und dann siehst du hier oben rechts, sprich mit Nyoka in Stellar Bay. Das wird dann auch deine letzte Begleiterin. Auch dafür eine kleine Nebenquest. Du siehst hier die Unreliable relativ weit unten links. Jetzt musst du hier fußläufig leider relativ weit hoch, weil du hier wahrscheinlich noch keinen Schnellreisepunkt gegebenenfalls haben wirst. Das Ganze habe ich gemacht. Ich habe das Ganze natürlich hier wieder in meinem Tagebucheintrag dann angenommen. Dann siehst du hier den Dialog mit Nicoa. Auch hier musst du eine kleine Nebenquest annehmen. Hier siehst du es nochmal klar, was brauchst du. Du sollst dann zur Apotheke, sollst dir hier ein bisschen Medizin besorgen. Das Ganze ist relativ einfach, ist hier auch auf Stellar Bay, also hier auch fußläufig zu erreichen. Ich glaube 70, 80 Meter hier von Nicoa entfernt. Und dann gehst du hier zur Apotheke, das ist hier die nette Dame aus der Apotheke, die weiß aber nicht so richtig hin und her mit der Medizin, will sie nicht so richtig aushändigen. Da gibt es dann zwei Möglichkeiten, du findest entweder eine Karte auf dem Friedhof, was sie dir dann auch sagt, wo sie dir den Standort preisgibt. Ich meine hier von dem verstorbenen Apothekenbesitzer war es, von dem Vorbesitzer, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Du kannst aber auch hier auch direkt hoch, wenn deine Schlossknackenfertigkeiten etwas höher sind, siehst du hier die Tür. Ja, du brauchst hier gegebenenfalls noch einige Dietriche für, die kannst du dir aber kaufen beim Händler oder findest du sehr viel in der Welt. Und dann hast du gesehen, was ich hier gefunden habe, hier für Nicoa, auch da ist sie dann sehr, sehr begeistert. Koffeinoid musstest du finden, damit kehrst du dann zurück und dann wird hier die Story fortgeführt und Nicoa ist ab sofort auch deine Begleiterin. Hier siehst du nochmal die Übersicht, alle 6 Begleiter bzw. Begleiterin. Ja, ich hoffe, ich konnte mit dem Video weiterhelfen. Das Video hat dir gefallen. Falls du hier mit dem einen oder anderen Begleiter Probleme hattest oder ihn nicht finden konntest, abonniere meinen Kanal für weitere Videos. In diesem Sinne, mach's gut, bis bald und tschüss.